Ganz viele wertvolle Tipps haben wir schon gehört von der Danja. Und ihr daheim seid natürlich selbstverständlich auch gefragt, wenn ihr Tipps habt. Respektive, wenn ihr Fragen habt an Danja zum Thema Oralverkehr, dann kommt zu uns in die Sendung rein. Choice.ch, das könnt ihr eingeben und dann auf einen Livestream drücken und zu uns mit diskutieren, wie das zum Beispiel schon der Falter macht oder der Dominik oder Plus sind schon am Mitmachen. Und an dieser Stelle könnt ihr auch noch voten. Wir wollen nämlich für euch wissen, Oralsex, ja oder nein. Dann könnt ihr euch einen Vote abgeben. Zurzeit sagen 74% ja, ein Hochgefühl der Lust. Und Oralverkehr, wenn wir von dem redet, respektive eben so ein bisschen umgangssprachlich, lecken oder blasen, das sind immer Geschlechtsteile, meint man oder denkt man an das. Aber es gibt ja noch viele andere erogene Zonen. Genau. Also für alle Deutschen da aussen jetzt, wenn du einen Tipp hast für sie, man kann nicht nur zwischen den Beinen eine Frau quasi geil machen, sondern es gibt ja noch andere Stellen. Oder? Absolut. Also grundsätzlich ist jede Körperstelle erogen. Mhm. Also grundsätzlich, wenn man höhere Erregung hat, ist es überall erregend. Aber es gibt natürlich so die klassischen, spezifischen, wie Brustwarzen. Mhm. Für viele Frauen ist es der Bauch, der sehr empfindlich ist. Oder ein Geheimtipp, wie man so sagt, neuerdings Kniekehlen. Hm? Das ist anscheinend für ganz viele Frauen so der erregende Punkt. Das habe ich aber noch nie gehört. Ja, ich habe eben auch ganz gestund. Also das hat mir mein Doktorvater verraten, dass das eben das ist. Oder die Armbeugen. Oder was viele Frauen immer noch gerne haben, ist hinter den Ohren oder in den Ohren. Was die Frauen nicht gerne haben, wenn es aus den Ohren rausläuft, von ganz vielen Käufern. Also wenn es wirklich ein mega Geschmatze und Geschlabber ist, weil das tut weh in den Ohren. Aber im Geschlecht ist es genau das Umgekehrte. Je mehr Geschmatze und Geschlabber und je mehr Geufer, desto besser. Also je mehr Späuz quasi, also je weiter dass man sich abarbeitet, desto mehr Geufer kann man quasi sagen. Das ist eine coole Zusammenfassung. Gut zusammengefasst. Absolut. Also das heisst wirklich eben so, je mehr man sich darauf einlässt, also wirklich je mehr Intensität, aber eben auch je ausgefeilter man die Sachen macht, desto besser. Also zum Beispiel auch ganz viele Frauen stehen drauf, wenn es eine Kombination gibt zwischen Maul und Hand. Also zum Beispiel die Finger können in die Scheide hineingehen und das Maul an der Klitoris und an den Lippen sich beschäftigen. Das ist zum Beispiel auch eine gute Sache. Jetzt, wenn wir ein bisschen dort unten noch bleiben, abschließend, bevor wir zu den Männern gehen. Gehen wir schon zu den Männern, ja. Zeit läuft. Das ist schon 11 Minuten lang, wo wir auf Sendung sind. Wie ist das? Gibt es irgendwie so einen Zauber, wenn ich jetzt sage Knopf, dann sagst du, nein, das gibt es nicht. Aber gibt es irgendwie einen Ort, wo man drauf gehen kann oder wo garantiert halt so ein bisschen mal, wenn man es dort richtig macht, dann bringt man eine Frau wirklich, kann man eine Frau wirklich extrem stimulieren? Nein. Das gibt es nicht? Nein, das gibt es wirklich nicht, weil es ist wirklich abhängig davon, was hat sie für sich entdeckt. Mhm. Also wie hat sie sich angewöhnt, sich zu erregen. Mhm. Natürlich ist es so, dass Klitoris bei den allermeisten wie am empfindlichsten sind, weil dort die höchste Konzentration an Nerven ist. Mhm. Aber was auch ganz viele Frauen erleben, wenn sie noch nicht so fest erregt sind und ein Mann direkt auf die Klitoris geht, dass ihnen das direkt wehtut. Oder dass es eigentlich so wie zu viel Reizung auf eine okay, ist. Okay. Darum gibt es nicht so ein Geheimnis. Aber darum ist es wie sinnvoll, er erkundet wirklich mit mega viel Neugier und fragt auch immer wieder oder schaut auch immer wieder, wie sie reagiert und macht dann darauf weiter. Also man soll sich Zeit nehmen, man soll neugierig sein und viel Spaß, wenn man zwischen dabei ist. Und wirklich Spass haben daran. Und Spass dabei. Also wenn die Frau auch merkt, ihm macht das Vergnügen und er macht das nicht einfach nur als Geschenk, dann macht es eben wirklich noch mehr Lust.